So, und da sind wir wieder bei Dead Space. Ich weiß gar nicht, in welchem Kapitel wir sind. Bin ja gerade noch in der Monorail und wenn ich hier raus gehe, dann quatscht bestimmt der dumme Hammond wieder. Darum einfach mal gucken. Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Okay. Gut, war nicht Hammond, sondern die andere. Shop brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich gucke nur mal kurz, was haben wir hier so. Wobei, wir haben ein paar Credits, ne? Wir haben richtig viel Inventory Space. Das ist ja was ganz Neues. Ich will ein bisschen Munition kaufen. Und zwar möchte ich hier Strahlmunition. Ah, die kostet aber auch echt viel, ne? Aber egal, die ist momentan so geil. Oh, ich muss wieder meinen Controller ausstecken. So, sorry. Ich kaufe mir ein paar. Okay. So, muss ich mal kurz wieder gucken, damit ich in der Steuerung nicht vertue. Einen. Okay. Sechs. Gut, wir nehmen gerade mal ein bisschen unser Gewehr hier und ja. Nee, ich kann ziemlich gut sehen. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Evacuate this area immediately, okay. Ja, würde ich gerne, aber geht nicht. Stattdessen müssen wir hier rumlaufen, Sachen looten, eklige Monster verhauen. Das Übliche halt, wie es dann so ist. Okay. Speichern brauche ich nicht, habe ich gerade eben. So, und hier geht's weiter. Bildgebende Diagnostik, okay. Oh, komm! Ah, das war ein bisschen blöd. Drei Stück für den. Das will ich eigentlich nicht. Wo bist du? Viecher nerven. Okay. Ich glaube, wir haben wenig Munition für den Plasma-Cutter. Oh, Stasi brauchen wir nicht. Gut. Oh nein, nicht so einer. Nicht so ein Arschtyp, ey. Den die ganzen Viecher aus dem Arsch krabbeln. Scheiße. Habe ich gar keinen Bock drauf. Gut, was haben wir hier? Energie, habe ich einen Energieknoten. Okay, cool. Ich versuche mir immer einen aufzusparen für solche Gelegenheiten hier. Hä, hatten wir nicht die. Warte mal grad. Stimmt, wir hatten diese Laserkanone, oder? Moment. War das die hier? Wo man so, so länger draufdrücken musste, damit die läuft. Okay, ich glaube ja. Gut. Gut zu wissen. Ansonsten nichts hier. Pass auf, ich, Werkbankboy. Ich versuche mir jetzt mal so ein Ding hier zu schnappen mit, Und dann hau ich dem was voll an Latz, ey. Oh yeah. Lebt er noch? What is this? Was?
Wieso geht er nicht tot? Alter, kann man den gar nicht töten? Ich glaube, den kann man gar nicht töten, oder? Ich verballer hier gerade volle Munition. Das bringt doch schon gar nichts. Moment. Nee, ich glaube, den kann man gar nicht töten. Okay, hä, aber... Wie kann ich ihn denn töten? Moment. Energieknoten, ja. Ich frag mich gerade echt, wie ich ihn töten kann, weil... Ich versteh's nicht. So, fang doch mal ganz von vorne an, also mit dem... Nein, warte. Mit dieser, dem roten Kanister hier. Sie vielleicht dieses Teil daraus zu? Hä? Wieso ist denn der jetzt tot und eben nicht? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Hallo, wer bist du denn? Wie ist denn der jetzt tot? Ja, okay. Boah, eben voll Munition verballert, ey. Okay, das sieht nicht gut aus, warte mal. Ungünstig. Shit. Ja, komm. Okay. So, hier Stase. Nehmen wir uns. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Ja, alles klar. Noch kurz speichern. Ich glaube, es ist Kapitel 5, oder? Tödliche Hingabe, kann das sein? Oder sind wir 6? Weiß gar nicht. Ich mach erstmal. Ja. Weiß gar nicht, welche. Das Kapitel wir sind. Okay. Chemielabor. Gehen wir nochmal rein. Oh yeah, was haben wir hier? Ein Audio. Hey! Buch von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor? Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Ich bin extra nicht reingegangen, weil ich dachte, jetzt kommt gleich wieder irgendwas Gelaber. Okay. Lag falsch. So, was haben wir denn hier Schönes? Sieht nicht so gut aus. Hier, Energiekanone, okay. Ah, sehen die aus, ey. So, mischen wir mal. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten.
Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Ja. Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Nein, tue ich die nicht. Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Hat eine Schraube locker. Okay. Ah, der war wieder runter, oder? Shit. Ich vergesse das immer. Die sind am... Was? Okay, was ist das für einer? Der regeneriert sich ja. Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Ja, was danke. Da bloß? Danke für den Hinweis. Mach auf! Mach doch die Tür auf! Alter! Mach doch mal die Tür auf. Ja, geil. Ich verballer hier die schönen Munition. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Nein! Ist da jemand? Hemmel? Was zum Hinterband? Ich hab die Infostation erreicht. Oh mein Gott! Ey, come on! Was ist das denn? Ich kann nicht nebenbei Energie benutzen, ey? Ah, scheiße! Warte mal, wo bin ich jetzt? Moment. So. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Kendra, ist da jemand? Hammond, wo zum Henker warst du? Ich hab die Hydrostation erreicht. Okay, da läuft irgendwas falsch. Was? Das ist beschissen. Also, das ist echt beschissen. Ja, gut, ich sollte vielleicht nicht mit, der Hälfte an Leben. Wieso regeneriert er sich nur so wenig? Ah, ich hätte mal es manuell machen müssen. Okay. Ja, ich hoffe, es reicht. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Kendra, ist da jemand? Hammond, wo zum Henker waren Sie denn? Ich hab die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus für uns. Okay. Komm, atmen! Dieser organische Stoff wächst überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Ich hätte vielleicht nicht so einfach da rein... Hallo? Ich hätte vielleicht nicht so da reinlaufen sollen. Sag mal! Was ist denn das denn? Das wird ja noch nicht fressen. Okay. So, Munition wird ein bisschen knapp hier. Bin ich hier richtig? Okay. Nein. Kommt doch gleich wieder raus. Das ist so ein Dicker, oder? Das ist so ein Dicker, glaube ich. Shit. Was passiert jetzt hier? Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Gespeichert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Ja, speichern. Okay.
Ah, okay, wir sind Kapitel 5. Gut, dann überspeichere ich das hier. Shit, okay, So, wir gehen jetzt in die... War der Wind. Ich habe das Gefühl, gleich kommt hier richtig dicke. Das ist so ein dicker, glaube ich. Shit. Vielleicht nehme ich mal Moment. Hier, meine Laserknarre. Ah ja, schon wieder, ey. Ihre Wahrheit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Nee, freue ich nicht. Psst. Hören sie es? Nee. Es doch. Beten sie. Oh, come on. Come on, das... Ah, hier bin ich. Bevor ich hier schon. Der kommt gleich, der kommt 100%, der kommt gleich runter. Shit. Wo? Alter. Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss doch da, okay. Oh mein Gott! Ah, lauf! Oh mein Gott! Oh nein, nein, nein! Ah. Shit! Hier sind die alle, hier sind die alle, hier sind die alle! Oh nein! Nein! Hier sind die alle! Hier sind die alle! Wow! Lad nach! Hier ist doch wieder einer, der sich regeneriert, oder? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da rein, da komme ich nicht rein. Ah, fuck it. Warte mal. Ich hab eine Idee. Scheiße, geht nicht. Was? Ich hab ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ständig die Türsteuerung runter. Ach. Ich hab das Schloss jetzt überbrückt. Los! Ja. Moment. Oh mein Gott. Kommt der hinterher? Boah, das waren ja alle. Ey, das war einfach jede... Das war jede Art von Gegner. Oh ey, diese Viecher, die sich regenerieren können, die sind ja echt unfair. Moment, kurz nachladen. Habe ich alles? Okay. Ich gebe mal ein Impulsgewehr und gehe weiter. Alter, was schießt denn der da? Ah! Ich muss diese, Verbindung lösen. Oh, war gerade eine Fliege. Okay, deswegen habe ich den beim ersten Mal nicht bekommen. Was? Gut. Haben wir hier? Halbleiter. Toll, nur zwei Munition, ey. Und dafür verbraucht man dann so viel.
sind es ja gar nicht wert. Was machst du denn da? Hallo? Alles gut hier bei Ihnen, Sir? Hallo, Sir? Oder Madam? Was soll das? Kann ich auf sie schießen? Okay, dann hau ich ab hier. Die sind ja alle wahnsinnig. Ich will hier raus. Ach ja, hier war Frau Doktor am Gange. Okay, speichern, sehr gut. Dr. Mercers Büro. Ja, so kann ein Büro auch mal aussehen. Muss nicht immer nur alles so Schreibtisch, Akten und so weiter. Warum nicht mal so? Ich meine, ne? Hier ein paar Köpfe an der Wand. Ein bisschen an die Wand gemalt. Dann wieder die Kinder. Doch schön hier. So, nehmen wir den mal auf. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kein würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt noch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur, dass Amelia Kein schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld. Deine Zeit kommt. Sehr bald. Ja, wir haben ja auch schon hin und wieder diese Halluzinationen von unserer Frau, ne? Ich meine, werden wir auch langsam verrückt? Aktivieren, okay. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Ja.